Ja, aber bei dem neuen DMC nicht. Das neueste. Das heißt nur DMC. Nein, nicht für die One. Das letzte, was auf den alten Konsolen rauskam. Mit dem kurzhaarigen Dante. Wir beide, ne? Wie heißt das Studio? Ja, Publisher. Ja, Ninja Theory, genau. Das sind nämlich die, die auch Enslaved gemacht. Die haben auch Enslaved gemacht. Und die haben auch dieses Heavenly Sword, das ein Starttitel von der PS3 gemacht. Das war Kacke. Das war ein Scheiß-Game. Ja. Das war Kacke, ja. Da waren sie alle enttäuscht. Ja, habe ich da welche von? My Horse and Me? Ja. Aha. Ja. Ha, Rock Warrior. Aber sowas von. Ach, der zweite Teil, nicht der erste. Der erste war dieser Shellshock NAM 67 oder 665, glaube ich, ne? Ja. Von Rebellion? Hatten die nicht diese auch die Alien vs. Predator gemacht, die Games? War das Rebellion? Ne, das waren andere, ne? Aha. Ich finde das immer so witzig, wenn du irgendwie so zum Beispiel hier Bungie, ne? Sowas, was Halo anging. So, ich meine, Bungie ist ja erst bekannt geworden halt durch Halo. Und davor hatten sie aber auch so Games, zum Beispiel dieses Oni. Kennst du Oni? Das habe ich nämlich auch mal gespielt. War das mit dem Hund? Nee. Nee, das war. Nein. Das warst du. Das war Okami. Okami war Capcom. Das sieht übrigens noch sehr geil aus heutzutage. Das ist irgendwie eins von der wenigen. Von den wenigen. Genau, das sieht sowas von gut aus noch. Nee, aber ich meine, eher Oni. Ich glaube, da spielst du eine Frau oder so. Glaube ich. Das war auch so ein Play nee, das war so ein PlayStation 2 Titel, sogar ein Starttitel, glaube ich. Das ist immer so, ist immer, ich find's immer nur so witzig halt, wie sich so ein Studio dann halt irgendwie weiterentwickelt, so, weil am Anfang bringen sie dann irgendeinen Schrott raus und dann irgendwann so haben sie dann irgendwie jetzt im Falle von Bungie, haben sie so einen Hit und da haben sie auch festgehalten, die haben mal nichts anderes gemacht, ne? Die haben mal dann nur noch Halo gemacht. Genau. Destiny, womit ich auch nix. Ich habe die Beta gespielt und hatte Spaß damit und dann hatte ich mir dann mal das Originalspiel nochmal wieder mitgenommen aus der Videothek und habe gedacht so, nee, jetzt muss ich den ganzen Rotz, den ich in der Beta schon mal gemacht habe, alles nochmal machen, weil er natürlich nichts übernommen hat, ne? Und ich so, oh, leck mich. Genau, mit Glitch, ne? Ja, flieg du mal lieber. Ich mach mal hier Gunpower.
Ach, Cortana wieder. The So. Didact used this composer to create the Hui, Prometheus da kann man runterspringen. If he wants to finish the job, he'll have to find it first. Man kann ja auch laufen. So. So. Da so ein bisschen verrotzt. Klingst aber immer noch da. Jetzt bin ich. Nee, warte mal, kann ich aussteigen? Ach so. Okay. Jetzt kann ich hier unten gar nicht. Kann ich hier unten überhaupt irgendwo. Kann ich hier schießen irgendwo? Nee. It may be a while before we find another ride home. Ah, ja. It'll be okay. Was ist das? Geronimo, ist das so ein seitliches Turret hier oder was? Contact. Didact, dead ahead. Ah ja. How do we get inside those shields? Marking two of the larger facilities on your ja. They're acting as traffic control. Für den Fall das. Moving to and from the satellite. If we disrupt their communications, I can forge an override code and convince it to lower those defenses. Ja. Sollen wir uns jetzt hier erstmal. Sollen wir die. Ich hoffe ja mal, die haben das jetzt nicht gepatcht oder so, ne? Tja. Ja, gut. Wow. Jetzt sind wir drin. Oh, aber wir waren schon mal drin hier irgendwie. Ah, wir haben's. Ein Hoch auf YouTube. Das Coole ist, ich sehe hier nur gar nichts. Ich sehe hier nur die Düse. Aha. Und jetzt aussteigen? Nee. Einfach mit RB. Ja, und ich falle jetzt hier runter. Nee. Doch. Ich konnte jetzt den Pelican flippen. Der Pelican fällt mit mir hier jetzt gerade runter. Geil. Und ich kann mit RB den Pelican. Ich kann mit RB den Pelican flippen. Aha. Ja, warte mal, ich habe auch ein Jackpad. Jackpack. Ja, aber das reicht aber nicht. Ich hänge in der Grafik fest. Ach, wie cool. Flip Pelican. Nein, ich bin immer noch mit dem Pelican. Der glitscht hier gerade über mir. Jetzt! Jetzt bin ich drin. Und jetzt sind wir. Ehrlich? Was haben wir denn vorher noch gemacht die ganze Zeit? Warum? Ich flieg hier das Licht hoch. Ja, diese Nervszene hier. Oh. Ich kann mich noch erinnern.
Ja. Was? Das war doch hier mit den Hunden und mit den Knights und all so ein Kram. Ach, ehrlich? Okay. Gut. Dein Wort in Gottes Namen. Das Thema hatten wir schon mal. Yeah. Gib mir alles. Gib mir alles. Gib mir alles. Ist das Level lang? Nein, das ist nicht lang. Ach, jetzt muss ich nochmal nachladen hier. So, warum hatte ich jetzt keine Waffe? Ich hatte eben... So, wo starten wir denn jetzt? Draußen. Nein. So, zusammenbleiben, ne? War das, oder? Zusammenbleiben. Nicht der eine geht links, der andere geht rechts. Das ist keine gute Idee. Ja, aber ich hatte gestern Abend auch schon irgendwie keine Lust mehr. Irgendwie schon so Frust. Frust irgendwie in die andere Richtung laufen. Und hier... ihr könnt mich alle mal. Ja, ist das was? Dein meistgespielt... Tod. Das meistgespielte Halo. Ja. Ja, irgendwann in 10 Jahren werde ich mir unsere YouTube-Videos dann nochmal zu Gemüte führen und reminiszieren an die gute alte Zeit. Hui! Das soll schon was heißen bei dir, ne? Dass du damals Spiele gespielt hast ohne Achievements. Wie konnte man da Spaß haben? Das geht ja gar nicht. Ja, aber... Also ich sag mir... Solange das Spiel gut, ich meine Nintendo oder so hat natürlich, die haben ja auch keine Achievement-System. Und hin und wieder, ja, aber das, ja, aber ich meine, wenn das Spiel gut ist und Spaß macht, dann. Jo, ein einziges. Na okay, nee, zwei. Auf dem 3DS gab es auch eins. Ja, wobei Lego City Undercover hat ja auch so eine richtig gute Story. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Hast du bestimmt noch nicht gespielt, ne? Das hat eine echt witzige Story. Also. Ja, das ist ja auf keinem Franchise halt, ne? Das ist ja einfach mal so eine eigene Geschichte. Und das ist echt ganz witzig gemacht. Nehmen sie auch viele. Ja, das macht. Das haben meine Jungs ja auch. Wieso, ich. Ich hab dich doch gerade gerettet. Ich lebe noch, ja, die ganze Zeit. Ich versuche hier gerade. Das Ding ist nur, ich habe hier beschissene Waffen. Bumm. Also ich holze jetzt gerade mit dem Plasma, mit der Plasma-Pistole auf den Typen. So, das macht, das ist doch scheiße. Das ist doch nix, das ist doch alles nix. Hier Suppressor, die sind doch auch nur gut, wenn man irgendwie nah dran ist und nicht weit weg. Ich würde irgendwie... So hier, in dem Level jetzt hier, ne? In dem Level hätte ich jetzt gern so ein Sniper-Gewehr.